Jetzt zeige ich dir, wie man beim Windows Movie Maker 16.4 einen Bildtitel einfügen kann. Bildtitel ist vielleicht etwas missverständlich. Ich kann nämlich nicht nur bei einem Foto hier einen Bildtitel einfügen. Ich gehe mal zu einem Foto hier. Da habe ich ein Foto und doppelklicken. Da sieht man schon, es handelt sich um ein Foto. Wird hier 7 Sekunden lang angezeigt. Wenn ich einen Bildtitel einfügen kann, gehe ich wieder zum Rippen Startseite, wähle mir Bildtitel und habe dann hier die Möglichkeit, einen Text einzugeben. Steine als A könnte ich hier zum Beispiel einmal mir dann aussuchen. Ich könnte das dann auch etwas größer machen, könnte die Schriftfarbe auch verändern, wenn ich hier zum Beispiel grün nehmen würde. Eine größere Schrift, nehmen 36 zum Beispiel. Und dann hier das da. Kommt dann drauf, dass mir das dann nicht so gut gefällt, die Schriftgrößen. Kannst du wieder kleiner machen. Könnt auch andere Farbe nehmen. Schwarz zum Beispiel. Und habe dann hier Stein als A, könnte das Ganze auch verschieben. Kann es hier bei einem Foto machen. Ich kann aber genauso gut dann auch an eine andere Stelle gehen, wo ich dann ein Video zum Beispiel habe, wie hier. Und könnte dann, gehen wir mal hierher, kann dann wieder einen Bildtitel einfügen und schreibe jetzt hier hin, unser Doktor. Unser Doktor und schiebt es dann vielleicht hierher, passe das hier dann an. Unser Doktor, wähle das hier aus, nehme eine andere Farbe, mache es noch etwas größer zum Beispiel. Ja, man kann das hier dann jederzeit auch dann bearbeiten. Ja, und es wird dann hier auch dann dementsprechend dann eingeblendet. Das heißt, nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videos kann ich das dann hier unten einblenden und kann hier dann zum Beispiel weitere Erklärungen geben von dem, was ich hier darstelle.